Willkommen zum Kurs Nummer 3. Kurz, warum Nummer 3? Natürlich, weil schon Kurs 1 und 2 abgehalten wurden. In Kurs 1 habe ich ein bisschen was darüber erzählt, was ist Film in der sozialen Arbeit, was habe ich persönlich dabei erlebt und was kann man alles machen. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Dinge, die man machen kann. Also haut rein und macht was. In Kurs 2 habe ich etwas länger was über die Technik erzählt. Okay, die Technik, ja. Es ist keine tolle Technik und dafür extra ein Seminar machen ist so eine Sache, ja. Aber vielleicht werden die ein oder anderen von euch damit arbeiten und dann ist es mal nicht schlecht, das mal gesehen zu haben. Also schaut es euch an, wenn ihr was machen wollt damit. Und schaut es euch an, wenn ihr einfach mal ein bisschen was darüber wissen wollt. Und schaut es euch an, wenn euch total langweilig ist und ihr in dieser Stimmung bleiben wollt. Nachdem nun Filmen in der sozialen Arbeit theoretisch und Filmtechnik theoretisch durchgegangen ist, möchte ich heute ein ganz spannendes Thema machen, nämlich Filmgeschichte. Keine Panik, Filmgeschichte kann auch so interessant sein. Das Problem ist nur, es ist verdammt viel Stoff. Und ich muss irgendwie sehen, dass ich jetzt in kürzester Zeit mit diesem Stoff für euch irgendwie durchkomme, dass es auf der einen Seite interessant ist und auf der anderen Seite wahrheitsgetreu. Doch zuallererst, warum überhaupt Filmgeschichte? Naja, es ist ja so, Geschichte, das ist manchmal so ein Fach, das die einen oder anderen mochten und die anderen vielleicht nicht so sehr. Und deswegen möchte ich einmal mal so die Eckpunkte von Geschichte reinbringen. Ich sage natürlich auch, weil sowas kann man natürlich auch später, wenn man in der sozialen Arbeit was mit Film zu tun hat und mit Filmgeschichte, dann kann man das eigentlich schon mal dran nehmen. Also ein kurzer Überblick der gesamten Menschheitsgeschichte und natürlich dann die Geschichte von der Fotografie bis zum fertigen Film. Ich werde zudem, wenn es geht, einen Zeitstrahl unten einblenden, der so ein bisschen deutlich macht, wann was genau war. Daran kann man sich entlanghangeln. Dann werde ich auch ganz viele tolle Filmmusik einspielen, die man mehr oder weniger hören kann. Und die werde ich dann auch einblenden irgendwo. Den Rest mache ich dann per Bild und Video und Sprache. Ja, wenn man so recht überlegt, natürlich ist das alles rein subjektiv. Ich kann ja schlecht jetzt die gesamte Filmgeschichte innerhalb von wenigen Minuten erzählen, auch wenn ich versuche, etwas schneller zu sprechen und das Ganze ein bisschen temporeicher zu gestalten. Aber das alles schaffe ich einfach nicht, natürlich nicht. In 20 Minuten kann man nicht die gesamte Filmgeschichte erzählen. Deswegen, das, was ich mache, sind die Eindrücke, die ich habe, meine Erinnerung, das, was ich für wichtig finde. Und vielleicht ist es auch etwas, was ihr auch interessant und wichtig findet. Und ich kann natürlich nicht alle tollen Filme zeigen oder anschnittsweise erklären oder erwähnen, sondern nur eine ganz, ganz, ganz geringe Auswahl. Und den Rest müsst ihr dann schon selber wissen, lernen, recherchieren, studieren und aufbereiten. Ja, dann fangen wir einfach mal an mit der Filmgeschichte. 3, 2, 1, los! Gehen wir einfach mal 2000 Jahre zurück. Was war vor 2000 Jahren? Richtig, die Ersten werden sofort Jesus schreien. Ja, Jesus. Gab es schon ein Foto von Jesus? Gab es leider nicht. Was war noch parallel zu dieser Zeit? Ja, die Römer, das Römische Reich. Also wir fangen an mal im Jahre 0 der christlichen Zeitzählung. Und wie lange gingen die Römer ungefähr? Na, so ungefähr bis 500 nach Christus. Dann sind die Völker ziemlich durcheinander geraten, auch durch den Einfall der Hunnen. Und es kam zu einer großen Völkerwanderung quer durch Europa. Puff, puff, puff. Neue Reiche haben sich gebildet und es entstand das Mittelalter. Zwischen 500 und 1500 war das Mittelalter. Kennt ihr irgendwelche Fotos von Rittern? Also mir fällt jetzt eigentlich kein Originalfoto ein, aber wer diesen Film kennt, weiß auch was mit diesem T-Shirt einzufangen. Und in der Zeit, wo die ein oder anderen Raubritter ihr Unwesen trieben, gab es dann noch die sogenannten Wanderkönige. Ihr erinnert euch an den Geschichtsunterricht. Weiter geht's mit der Renaissance um 1500.
und bekannte Leute natürlich 1516 das deutsche Reinheitsgebot. Die Biertrinker unter euch wissen Bescheid. Ein Jahr später klopft Martin Luther seine 96 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg. Wir spulen vor ins 17. Jahrhundert. 17. Jahrhundert? Genau, der Sonnenkönig Louis XIV. Und 100 Jahre später, da gab es zum Beispiel den Siebenjährigen Krieg. Und gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es die Französische Revolution. Davon gibt es keine Fotos, aber es ist ein wichtiger Moment, denn die Monarchien wurden so langsam in Europa gestürzt. Einer dieser Stürzer hat irgendwie das ausgenutzt und hat sich selbst wieder zum Monarchen gemacht, nämlich Napoleon. Nee, von Napoleon gibt es auch kein Foto, aber dieses schöne Bild auf seinem Pferd. Das gibt es bereits. Das ist um 1800 und wenige Jahre später, 1813, ganz bekannt, die Völkerschlacht bei Leipzig. 1813. Aber da gab es immer noch kein Foto oder Film von. Nein, nein, da musste man noch ein bisschen warten, denn einige Jahre später, und Napoleon war schon weg, da wurde dann das erste Foto dauerhaft aufgenommen. Es gab schon vorher einige Experimente mit verschiedenen Chemikalien und auf Naturasphalt wurde dann dieses Foto gemacht. Und es hat 8 Stunden gedauert zu belichten. Wir sehen auf diesem Bild einen Blick aus dem Arbeitszimmer und man erkennt so ein bisschen ein Haus, man erkennt ein Dach, es soll ein Taubenschlag sein, ganz links und ganz rechts soll irgendein Schornstein sein von einem Brotbackhaus. In der Zeit, es war also ungefähr die Zeit des Biedermeier, wurde von vielen, vielen Leuten experimentiert. Man fand auf einmal Interesse daran, irgendwelche Sachen zu bauen und mit Chemikalien zu experimentieren. Zum Beispiel Daguerre hat dann einen Apparat entwickelt, mit dem man dann ziemlich gut kommerziell Geld machen konnte, indem er den auch verkauft hat. Und so konnten Fotos plötzlich überall geschossen werden. Und das war ab den 30er Jahren. Und 1838 sehen wir hier das erste Bild mit einem Menschen drauf. Schaut mal genauer hin. Noch genauer. Richtig. Da ist ein Schuhputzer zu sehen, der jemand anders wohl die Schuhe putzt. Das war eine sehr belebte Straße in Paris. Sonst sind keine Menschen zu sehen, weil die Belichtungszeit so lange war, dass alle anderen Menschen verschwimmen. Man sieht sie einfach nicht. Das bedeutet aber auch, dass dieser Schuhputzer wusste, dass er fotografiert wird. Es ist also ein gestelltes Foto. Aber zum ersten Mal ist mindestens ein Mensch deutlich zu erkennen. Es gab noch weitere Erfindungen, die so Bewegtbilder ermöglichten. Man hat herausgefunden, hey, wenn ich viele kleine Fotos hintereinander anschaue, dann entsteht Bewegtbild. Ihr kennt alle das Daumenkino. Das war schon eine tolle Sache, die ich glaube auch im 17. Jahrhundert entwickelt wurde. Und man hat dann kleine Apparate gebaut, wie das sogenannte Phänakistoskop. Man drehte an einer Kurbel und konnte zum Beispiel diese Tänzer tanzen sehen. Ja, es war schon gigantisch, der Film damals. Es gab mehrere interessante kleine Erfindungen. 1877 wurde das Praxinoskop erfunden. Das war eine etwas kompliziertere Aufbauweise mit Spiegeln und Rädern und ihr könnt es natürlich im Kinderfilmhaus Ludwigsburg anschauen. Das ist das sogenannte Aldinger Torhaus. Da kann man Führungen buchen und mit Schulklassen, Geburtstagen und ähnlichem auch mal einen Betriebsausflug. Da kann man sogar mal ein Praxinoskop anschauen. Und dieser Film, der lief da auch schon. Und zwar ist das ein Pferd, was ritt. Und das kam daher, dass Edward Muybridge im Jahre 1879 einen Versuchsaufbau machen musste, um herauszufinden, ob ein Pferd beim Galoppieren alle 4 Hufe gleichzeitig auch mal ab und zu in der Luft hat.
Das konnte man mit einem bloßen Auge nicht so gut erkennen. Also machte er mehrere Kameras nebeneinander. Das Pferd rauschte vorbei, die Kameras lösten nacheinander aus. Und siehe da, auf einem Bild waren plötzlich alle vier Hufe gleichzeitig in Luft. Das Pferd fliegt also zwischendurch. Und wenn man aber diese Bilder nacheinander schnell wieder abspielt, dann beginnt das Pferd wieder zu galoppieren. Und der Versuch war geglückt. Schon hatte man einen tollen Film für das Praxinoskop. Für alle, die sich noch so ein bisschen mehr für Zaubertrommeln und Wunderräder und sowas interessieren, hier ist ein Link und dann könnt ihr einfach mal draufklicken bzw. eingeben und diese Filme anschauen. Ja, es gab dann noch einen sehr bekannten Erfinder, nämlich Thomas Edison aus Amerika, und hier hat er natürlich auch noch einiges erfunden. Nicht nur die Sache mit der Elektrizität, die ihm nachgesagt wird, sondern er hat dann noch viele, viele andere Dinge erfunden. Und als dieses Geschäft mit der Elektrizität irgendwie für ihn nicht mehr so interessant war, hat er sich auch an die Fotografie rangemacht und hat mit seinen Leuten in einem Werk komische Kisten gebaut, wo man reingucken konnte, nur eine Person, und einen Film anschauen konnte. Diese Erfindung nennt sich dann Kinetograph und Kinoskop, und das war ab 1891 konnte man lauter kleine süße Filmchen anschauen. Schaut euch mal die Sachen an, dafür gibt es das Internet. Die Geburtsstunde für den eigentlichen Film war ungefähr 1895. Ende 1895 haben die Gebrüder Lumière zum ersten Mal veröffentlichtem Publikum ihren Cinematographen oder Kinematographen vorgeführt und einige kleine Filme dazu. Eines dieser Originalfilme zeigt diesen kleinen Menschen, der gefüttert werden möchte. Man fand ziemlich schnell heraus, dass man diese Filme auch schneiden kann. Das sind ja letzten Endes Streifen mit Löchern an der Seite zum Transport. Und wenn man schneidet, dann kann man ja einen anderen Streifen dazu kleben. Und so entstanden dann plötzlich Filme, wo Schnitte drinne vorkommen. Schauen wir hier eine kleine Szene von dem ersten Filmkuss der Filmgeschichte. Ein Zug fährt in einen Tunnel hinein und drinne wartet schon der Mann sehnsüchtig auf die Gelegenheit, diese Frau zu umgarnen und ihr einen Kuss aufzudrücken. Skandalös für damalige Verhältnisse. Und kaum ist der Zug wieder aus dem Tunnel raus, ist alles wieder in Ordnung und nichts ist geschehen. Wenn man genau hinschaut, ja, dieses Bühnenbild ist komplett aufgemalt, auf Stoff gewesen. Also man hatte schon das erste Bühnenbild gemacht. Ein weiterer Film, der dann auch noch erwähnt werden sollte, war auch um 1900, wo mehrere Schnitte drin vorkommen. Da geht es einfach um Großmamas Lupe oder Lesegläser, wo der kleine Junge einfach mal schaut, was man alles durch diese Gläser sehen kann. Das sieht noch sehr amateurhaft aus, aber man muss ja auch bedenken, damals haben die das mit anderen Augen betrachtet und dachten nur, oh cool, ich kann etwas filmen, ich kann etwas dazwischen reinschneiden und allein das ist die Story. Dann ist es nicht so schlimm, wenn so ein Film einfach nur ein paar Sekunden dauert, denn es waren bewegte Bilder, es waren bewegte Fotos, und Fotos gab es nun schon seit ungefähr 70 Jahren, aber dass die sich auch noch bewegen, das war was Besonderes. So, kommen wir nun zu Georges Méliès. Georges Méliès war sowas wie ein Zauberer, ein ganz normaler Zauberkünstler. Und der hat sich einfach für den Kinematographen interessiert. Und der hat dann das erste Studio in Europa gebaut und hat dort seine kleinen, schönen Filme gemacht. Natürlich war er als Zauberer daran interessiert, ein paar Tricks aufzuführen. Und dafür hat sich natürlich Film super ereignet. So konnte man genial zaubern. Ich möchte das einfach mal vorführen.
Einer der ersten Filme von damals war Die Reise zum Mond nach dem Bestseller von Jules Verne. Und Georges Méliès hat natürlich das verfilmt. Das war ein toller Film. Bekannt ist auch dieser Mond mit der Rakete im Auge. Und schaut euch mal den Film an. Solche Filme sind auch komplett im Internet zu bewundern. Ein weiterer Film, der Georges Méliès nochmal würdigt, ist von Martin Scorsese aus dem Jahre 2011 und heißt Hugo Cabret oder einfach nur Hugo. Und er ist echt ein guter Film. Also kann man sich schon anschauen. Weiter geht es mit der Es gibt Filme, die sollten erwähnt sein und sollten wiederum nicht erwähnt sein. Einer dieser Filme war Birth of a Nation von D.W. Griffith aus dem Jahre 1915. Er hat ihn gedreht kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs und es behandelt eigentlich ein historisches Ereignis und er hat sich sehr dafür begeistert. Doch im Nachblick kann man sagen, es ist ein extrem rassistischer Film. Dennoch muss man ihn gesehen haben, finde ich, um sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt auch eine Neuverfilmung, die das Ganze etwas anders betrachtet, Gott sei Dank. Und das Besondere an diesem Film ist zum einen sehr, sehr viele Techniken, die neu erfunden wurden für diesen Film. Neue Kameraeinstellungen, die verwendet wurden, sogar Farbe, die verwendet wurde, wenn auch nicht so, wie man es sich vorstellen kann. Und das Schlimme an diesem Ganzen, ihr kennt vielleicht alle den Ku Klux Klan. Und dieser Film handelt von der Gründung des Ku Klux Klans nach Ende des Bürgerkriegs im 19. Jahrhundert in den USA. Und den Ku Klux Klan gab es dann ein paar Jahre später nicht mehr. Doch nachdem dieser Film so erfolgreich lief, und der Film geht echt lange, seitdem hat sich dann der Ku Klux Klan neu gegründet und bis heute hin sehr, sehr viele Anhänger. Ja, also Film kann manchmal auch ganz schön beeinflussen. Nun, dann kam der Erste Weltkrieg, da hatten wenige Zeit für Film, es wurden nur wenige Filme gedreht, vor allem wurden aber lustige Sachen gedreht, um die Leute abzulenken, um sie immer noch ins Kino zu bringen und so entstanden unheimlich viele Komödien. In den USA war es natürlich so, es fing erstmal in New York an und da war das Wetter natürlich nicht so besonders toll und deswegen hat man sich gedacht, da muss man doch irgendwo hingehen, wo das Wetter besser ist, wo die Sonne immer scheint. Also zog man auf irgendeinen Acker und nannte ihn Hollywood. Und ja, da entstand dann so langsam so eine Filmindustrie. Mehrere kleine Filmfirmen haben sich dort angesiedelt, konnten sich dort ausbreiten und die Sonne nutzen. Es wurde viel gedreht, viel draußen gedreht. Überall wimmelte es und so begann dieser Acker ab ungefähr 1910 zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen. Einer der Pioniere, was Slapstick und Comedy und coole Stunts angeht, hieß Charlie Chaplin. Und Charlie Chaplin hat damals erst Nebenrollen gehabt und später dann Hauptrollen. Er wurde immer bekannter, immer berühmter und immer reicher und hat dann irgendwann seine eigenen Filme gedreht. Nicht zu vergessen sind natürlich auch Stan und Ollie, bekannt auch als Dick und Doof, und Buster Keaton, der für seine Stunts ohne Netz und doppelten Boden super bekannt war und heute noch ist. Natürlich gab es auch bekannte deutsche Filme. Das deutsche Kino blühte in den 20er Jahren richtig auf. Es wurde viel gebaut und bekam auch internationales Ansehen. Da bleibt zu erwähnen auf jeden Fall das Kabinett des Dr. Caligari, Nosferatu und unvergessen Metropolis, der deutsche Monumentalfilm aus den 20ern. Ja, in den 20er Jahren war auch etwas ganz Besonderes, nämlich Kurzfilme. Kurzfilme wurden auch gezeigt vor den Hauptfilmen
und meist waren es sehr lustige kleine Cartoons. Einer, der 1901 geboren wurde, ein Comiczeichner, hat daraus gleich sein Geschäft gemacht und ist damit schon vermögend gewesen. Wer? Dazu komme ich später. Ende der 20er Jahre gab es dann einen Bruch. Plötzlich gab es den Tonfilm. Doch. Und auch noch den Farbfilm. Für manche Regisseure war das ein No-Go. Wer will denn schon Schauspieler sprechen hören? Also es gab tatsächlich eine Vereinigung von Regisseuren, die sich dagegen ausgesprochen haben. Gegen den Tonfilm. Und Farbfilm selbst war sehr, sehr teuer. Brauchte auch keiner. Also hat man noch lange in Schwarz-Weiß aufgenommen. Das war günstiger. Und es hat sich erst geändert, als das Fernsehen in den 60ern farbig wurde. Einer der Regisseure, die auf den Stummfilm viel Wert legten, weil sie auch damit bekannt wurden, war Charlie Chaplin. Und Charlie Chaplin produzierte weiterhin seine großen Kinofilme, wo wenig Sprache und Ton drin vorkam. Einer der großen Filme ist Moderne Zeiten oder auch Modern Times aus dem Jahre 1936. Schaut ihn euch an, es ist ein toller Film, der sehr, sehr viele Szenen hat, die komplett ohne Sprache auskamen. Doch er will natürlich auch ein bisschen modern wirken, deswegen kommen auch Dialoge vor und am Ende sogar ein Gesang seiner geliebten Fantasiesprache. Der Mann, der 1901 geboren wurde und durch kleine Comicfilme bekannt wurde, wollte dann doch auch einen großen Film machen. Zeichentrick. Ihr wisst, von wem ich spreche. Von Walt Disney. Und Disney hat sich gedacht, hey, ich will einen Langfilm machen. Und viele aus seiner Branche haben gesagt, einen Langfilm? Zeichentrick? Bist du denn irre? Das will doch keiner sehen. Kein Mensch will Mickey Mouse die ganze Zeit 2 Stunden lang rumhopsen sehen. Ja, und sie hatten recht. Kein Mensch will 2 Stunden lang Mickey Mouse rumhopsen sehen. Das wäre nicht gut gewesen. Und deswegen hat er auch keinen Mickey Mouse Film gemacht. Nein. Er hat sich die Gebrüder Grimm vorgenommen, von denen er ein großer Fan war. Und er hatte schon einen Film gesehen mit 15 über Schneewittchen und die 7 Zwerge. Und das hat ihn inspiriert, das Gleiche nochmal zu machen, besser zu machen, größer zu machen als Zeichentrickfilm. Und so kam es, dass er all sein Geld aufnahm, alles verpfändete, was er hatte, um an Geld zu kommen und bis zu 750 Mitarbeiter anstellte, um diesen Film innerhalb von 3 Jahren zu produzieren. Es hat richtig lange gedauert. Der Film war, ich glaube, 6-mal so teuer wie geplant. Und alle haben gesagt, oh mein Gott, was machst du da nur? Das wird nichts. Und nein, es war der erfolgreichste Film bis dahin. Schneewittchen und die 7 Zwerge, 1937. Und heute, wenn man das Ganze inflationsbereinigt sieht, es ist immer noch einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Der erfolgreichste Film heutzutage aller Zeiten, inflationsbereinigt, der kam 2 Jahre später in die Kinos, nämlich im Jahre 1939. Vom Winde verweht. 4 Stunden Megakino. Die damals teuerste Produktion und die heute noch erfolgreichste Produktion. Und die beschreibt wieder den amerikanischen Bürgerkrieg. Diesmal hat man so ein bisschen von Birth of a Nation gelernt und hat nicht allzu großen Rassismus an den Tag gelegt. Nein, die farbige Nebendarstellerin in dem Film bekam sogar den ersten Oscar für eine Afroamerikanerin. Da werden immer noch zu wenig Oscars vergeben, aber das ist ein anderes Thema. Tja, 1939 gab es dann noch was, nämlich der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Leider. Das hat der Filmlandschaft überall geschadet. Es wurde mehr auf Waffenproduktion Wert gelegt und ja, die Filme haben sich auch ein wenig geändert. In Deutschland wurden über 1000 Filme in dieser Zeit produziert. Über 1000 Filme, um das Volk vom Krieg abzulenken. Das ist schon allerhand. Einige Filme befinden sich heute noch auf dem Index, zu Recht. Das ist
reine Propaganda von Nazis, aber einige Filme haben es sogar zu den beliebtesten Klassikern der Deutschen geschafft, wie zum Beispiel die Feuerzangenbowle. Übrigens, das hier ist 35 mm Film. Ihr seht, zwei Lochleisten an der Seite perforiert und alle vier Löcher ein Bild. Tuck, 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 tuck. Was man bei dem Film bei näherer Betrachtung auch noch sieht, ist Ton. Denn man hat irgendwie erfunden, wie man Ton auf diesen Film abspeichern kann. Und hier kann man ihn genau sehen. Das Lilane ist der Ton, sogenannter Lichtton, der abgetastet wird und wieder umgewandelt wird in akustische Signale. So kann man auch Ton auf 35 mm Zelluloid abspeichern. Charlie Chaplin hat sich eine Sache nicht nehmen lassen, denn der Mann, der diesen Krieg angefangen hat, der ging dem Chaplin tierisch auf dem denn Hitler hatte den Bart geklaut. Chaplin hatte ihn zuerst, darauf legte Chaplin Wert, auch wenn er privat diesen Bart nicht trug und ihn nur für seine Filme aufklebte. Und als dann Hitler an die Macht kam, dachte sich Chaplin, das geht so nicht, das muss parodiert werden. Es muss ein Film her, der diesen komischen Hitler auf den Arm nimmt. Und das hat er auch gemacht und drehte 1940 einen der monumentalsten Werke der Filmgeschichte, Der große Diktator. Ihr kennt Ausschnitte aus dem Film, denn die Abschlussrede von Chaplin ist heute noch ein perfektes Beispiel für Redekunst, für Rhetorik und für eine Rede für Frieden. Nach dem Krieg hatten die Leute keine Lust mehr auf Krieg. Sie wollten Ruhe, Sicherheit und verkrochen sich am liebsten in die eigenen vier Wände. Ja, da musste noch was her, nämlich ein Fernsehgerät. Ja, das Fernsehen gab es auch schon. Es wurde schon vor dem Krieg entwickelt. Die erste große Fernsehübertragung der Welt war die Olympiade in Berlin 1936. Aber der Krieg hat diese Entwicklung des Fernsehens ziemlich gebremst und danach kam das Fernsehen wieder, 1952 auch in Deutschland. Alle wollten ein Fernsehgerät, das war das Wichtigste, das Geld wurde dafür gespart, danach kam das Haus, danach das Auto und vielleicht am Ende noch ein bisschen Geld für die Familie. Und das Kino? Ja, das Kino hatte es schwer. Es gab damals in fast jedem Dorf irgendeine Leinwand. Und auf einmal wollten die Leute zu Hause bleiben und lieber vorm Fernseher rumsitzen. Also musste das Kino irgendwas neu erfinden. Das war dann so üblich. Man musste irgendwas erfinden, was das Kino wieder attraktiv macht. Und was hat man erfunden? Ja, 3D. Bereits 1952 kam 3D ins Kino und die großen Filme liefen 1953. Und 1954 war das Spektakel bereits vorbei, weil es floppte. Keiner wollte großartig 3D anschauen, weil es echt anstrengend für die Augen war. Und wie konnte sich dann das Kino über Wasser halten? Naja, viele Kinos haben einfach dicht gemacht. Andere Kinos zeigten nach der sexuellen Revolution auch Schmuddelfilme, vor allem in den 70ern. Und einige Kinoproduktionen, die waren dennoch erfolgreich. Zu erwähnen natürlich Der Pate. Was habe ich dir denn bloß getan, dass du mich so respektlos behandelst? Wärst du in Freundschaft zu mir gekommen, dann würde der Abschaum, der deine Tochter ruiniert hat, noch am selben Tag dafür leiden. Für Gänsehaut sorgte dann ein junger Regisseur namens Steven Spielberg, der mit dem weißen Hai die Leute vom Urlaub machen fernhielt. Und zwei Jahre später kam dann George Lucas, ein eher unbekannter Regisseur, der plötzlich einen seltsamen Film machte. Die ganze Crew mochte ihn nicht und irgendwie glaubte keiner so richtig daran. Aber die Spezialeffekte, die waren cool. Und so kam plötzlich Star Wars 1977 ins Kino und sprengte ganz viele Rekorde. Und alle waren im Star Wars-Fieber.
Heil, Cäsar! Heil? Nur ein Überlebender. Oh, wirf ihn auf den Fußboden. Wie bitte? Wirf ihn auf den Boden. Ah! In den 80ern muss man erwähnen James Cameron. 1984 Terminator. 1986 Aliens. 1989 The Abyss. James Cameron stand dafür, richtig innovatives Kino zu machen. Ja, und schon sind wir in den 90ern angekommen. Was war in den 90ern anders? Bei The Abyss wurde zum ersten Mal etwas mit Computer gemacht und der Computer wurde langsam besser. Also Ende der 80er gab es dann noch sowas wie den Amiga 500 und plötzlich wurde der PC bekannt. Und auch die Filmbranche scheute sich nicht, mal ein wenig Computergrafiken anzuwenden. Und James Cameron, technisch sehr weit vorne, der schaffte mit Terminator 2 den Durchbruch. Hasta la vista, baby. Genau, Arnie. Und danach gab es kein Halt mehr. Es gab sehr, sehr viele Effekte in allen möglichen Filmen und die wurden immer mehr verstärkt. Denn man hat ja gesehen, damit kann man auch Geld sparen. Und Disney? Walt Disney verstarb leider schon 1966. Aber die Firma, die hat sich dann lange gehalten, teilweise nur knapp über dem Wasser mit weniger erfolgreichen Filmen in den 70er und 80er Jahren. Aber dann der größte bis heute erschienene Zeichentrickfilm, Der König der Löwen. Ich bin Forrest. Forrest Gump. Soll ich dir was sagen? Das ist mir scheißegal, du blöder Wichser! Du bist das Letzte. Mit dir kann man nicht mal die Scheiße aufwischen. Schieb deinen schwulen Arsch in den Bus. Du bist jetzt in der Army. 1995, dann der große Schritt. Disney beauftragte eine von Steve Jobs in den 80er Jahren mitbegründete Firma, doch einen Film zu machen, der komplett am Computer entsteht. Das war neu, weil bisher waren Animationsfilme eher eine Randerscheinung. Dennoch hat man es gemacht und 1995 kam dann Toy Story ins Kino. Und es folgten noch viele, viele weitere Filme, weil man hat gesehen, wow, es ist erfolgreich, es funktioniert. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Shrek und die ganzen Fortsetzungen oder Frozen. Frozen 2 ist übrigens aktuell in den Top 10 der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Where the north wind meets the sea, there's a river. Ja, wo sind wir heute beim Film? Dank Avatar aus dem Jahre 2009 hat James Cameron das 3D-Kino wieder etabliert. Es gibt immer wieder Filme, Blockbuster in 3D. Es hat sich nicht so durchgesetzt, wie manche dachten, dass alle Filme nur noch in 3D gezeigt werden. Nein, es wird immer noch fleißig in 2D gedreht. Aber es ist schon mal ein Sprung. Das heißt, ihr habt doch bestimmt alle schon mal eine Brille aufgehabt. Sei es eine Shutterbrille oder eine Polarisationsbrille. Das Fernsehen ist weiterhin Konkurrenz. Dank Flachbildschirmen, die immer größer werden und immer flacher. Es kam zuerst HD. Dann Full HD, jetzt UHD, 4K, 8K und wer weiß, vielleicht irgendwann 16K oder... Tja, ihr seht, die Konkurrenz des Kinos ist immer da. Hinzugekommen ist auch noch Netflix. Einige kennen sich ja damit echt gut aus. Aber ich möchte ja nicht nur Werbung für Netflix machen, es gibt ja noch viele andere, wie zum Beispiel Amazon oder Maxdome oder was nutzt ihr eigentlich? Okay, sind wir schon am Ende von der Filmgeschichte. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen angeschaut und werdet euch noch ein paar Sachen anschauen. Und ich werde natürlich hin und wieder gefragt, was sind eigentlich meine Lieblingsfilme?
Naja, sowas variiert ja immer. Aber ich muss sagen, so ein paar haben sich eingebrannt, wo ich sage, ja, das gucke ich immer wieder gerne und sind immer wieder schöne Filme. Vor allem Filme, die biografisch sind oder mit Zeit zu tun haben. Meine Top 5 wären Forrest Gump, Die fabelhafte Welt der Amelie, Slumdog Millionär, Inception und Big Fish. Natürlich gibt es auch noch einige Compilations, die ich hammergeil finde. Ich gebe es ja zu, ich liebe Star Wars, ich liebe Den Herr der Ringe, ich liebe Game of Thrones oder sämtliche Bud Spencer und Terence Hill Filme und Zurück in die Zukunft. So ist das nun mal, meine Generation. Es gibt so viel zu entdecken in der Filmbranche, im Kino. Geht mal öfter ins Kino. Und mich würde natürlich interessieren, was sind eure Lieblingsfilme? Schreibt das mal in die Kommentare. Das wäre wirklich interessant, wenn da mal so ein paar Filme zustande kämen. Schreibt es einfach rein. Sammelt. Ist cool. Ein paar Links möchte ich auch noch freigeben. Ihr seht das dann auch in der Info zu diesem Film. Und zwar möchte ich einmal Cinema Strikes Back empfehlen. Die Jungs, die geben sich wirklich Mühe, gut zu recherchieren und gute Filmtipps und Filmkritiken zu geben. Und dann für alle Filmemacher ganz bekannt die Internet Movie Database. Den Link könnt ihr auch mal klicken. Und wer sich mehr für Charts interessiert von Filmen, der klicke doch einfach auf den Link. Ja, das war's schon. Bestimmt fallen mir noch 1000 Sachen ein, die ich vergessen habe, die ich hätte erwähnen sollen, und euch fallen vielleicht auch noch Sachen ein. Schreibt sie mir, gebt mir Feedback. Ansonsten sehen wir uns einfach nächste Woche wieder mit dem Thema Filmproduktion, Produktionsschritte und natürlich auch eine Woche später mit Kreativitätstechniken. Also, es bleibt spannend und bis dann, euer Sebastian.